Und ja, dich reiße ich jetzt ein. Hoffe ich vielleicht mal, dass er das alles auch aufhebt, was da rumliegt. So, dann nehmen das Jägerzelt. So, Steinmetzzelt ist fertig. Gut. Dann planen wir auch schon gleich den Schuster neben dem Jäger. Und ein Zweifamilienhaus hierhin. Aufs Wasser. So, hier in die Nähe des Lebenssammlers. Ach ja, und den Pilzsammler kann ich auch gleich bauen. Auch wenn es noch eine Weile dauern wird, bis ich ihn brauche. Ja, so. Schäferhütte dann nach da. Oder wirklich hier den Wald wegmachen. Ich würde sagen, hier den Wald wegmachen. Da kommt Schäferhütte hier hin und Schuster dahin. Da ist nämlich noch auf der Seite genug Wald. Ja, du suchst Geschirr. Kann ich dir explizit dann sagen, sammel das Holz da ein. Ja, stimmt. Du kannst dann auch gleich hier einziehen. Ihr habt eine Tochter, die groß werden muss. So, du kannst trainiert werden. So, dann probieren wir es einfach mal. Nö, wir kriegen die Nahrung wieder raus. Sehr gut. Das heißt, ich muss mir wenigstens darum keine Sorgen machen. Immer noch kein Orange, das sich uns nähert. Gut. Du kriegst Hunger, also geh was essen, sicherheitshalber. Die nächste Frage ist... Oh, die Brauerei, die kann ich super hier oben aufbauen. Gut. Und auch ein Zweifamilienhaus daneben. Ja, das ist gut. Hier werde ich auf jeden Fall roden müssen. Für die beiden anderen Zelte. Du stell noch, sagen wir, 3 Geschirr her. Und dann ist Steinmetzarbeit gefragt. So. Damit sollten wir dann mit den Wegweisern alles hingekriegt haben. Du hast Träger erfunden.
Du kriegst als neues neuen Arbeitsplatz das Ding und als neues Haus das da. Kann ich jetzt das hier einreißen? So, du bist erwachsen. Hast den Töpfer erfunden. Jägerzelt ist fertig. Wenn ich jetzt einen Tischler baue. Also eine Möbelwerkstatt. Könnte ich die hier hinsetzen? Könnte sie auch da oben hinsetzen? Ich könnte auch warten und hoffen, dass alles eingesammelt wird. Du. Holst hoffentlich nach dem Geschirr das Leder. So. Steinmetz. Das heißt, du darfst noch ein bisschen Kundschafter bleiben. So, zwei Familienhaus ist fertig. Ich brauche dich nämlich dann hier zum Roden. Wenn wir das Stück wegroden, dürfte es halb so schlimm sein. Ich hoffe einfach mal, er macht die Jägerhütte hier leer. Und wenn er nichts mehr aus den umliegenden Dingern einzusammeln hat, dass er dann das Zeug einsammelt, was auf dem Boden rumliegt. Weil unsere Nahrungsversorgung läuft. Wir sind schon wieder voll. Ja, wenn der Bäcker mal richtig arbeiten kann, vor allem weil ja die Farm und die Mühle im Überschuss laufen. Dann ist eigentlich alles recht gut. So, der wird hier auch eine Weile zu tun haben, bis er das ganze Leder geholt hat. Aha, unser Steinmetz arbeitet schon mal fleißig. Und hier plane ich schon mal dieses Mal ein Lagerhaus, weil das Lagerhaus kann sich verteidigen, soweit ich weiß. Gucken wir mal kurz. Technologiebaum, Lagerhaus. Kann sich gegen Angreifer verteidigen, genau. So, du hast Steinmetz erfunden. Und wir haben eine Pilzsammlerhütte, das ist auch gut. So, dann rot hier mal Bäume. Geschirr haben wir jetzt 8 im Augenblick. So, die beiden noch vielleicht bitte erstmal.
Kann ich hier meine... Schäferhütte planen? Gut. Vielleicht werde ich nachher den Tempel hier oben hinbauen müssen und da die Bäume noch wegmachen, wenn es der Holzfäller nicht tut. Ja, und wenn du schon beim Fällen bist, fäll auch hier den Rest noch. Och ja, wir haben ja jetzt eine erwachsene Unverheiratete. Wo ist sie denn eigentlich? Ja. Okay, freies Feld haben wir. Und ja, eigentlich brauchen wir noch mehr Männer. Und wenn wir schon dabei sind, noch eine Frau. So, du suchst ja eine Ehepartnerin, die steht da, Gewehr bei Fuß. Die Bäckerei, ich weiß, ist ein bisschen abgeschieden von manchen Häusern. Wobei das noch einigermaßen geht. Also ist fertig, die Schusterei. Okay. Das heißt, bald können wir uns über Schuhe freuen. Also richtige Schuhe, nicht die Pantoffeln, die meine Leute gerade tragen. Schuster. Die Jägerhütte ist nämlich voll bis zum geht nicht mehr. Also stell ruhig Schuhe en masse erstmal her. So, das Lederlager wird langsam leer. Ich werde nämlich eigentlich da, wo das Jägerzelt steht, nachher den Töpfer hinstellen. Gut, die Nahrung und das Holz, das reguliert sich gerade von selber, mehr oder weniger, durch meine Bauarbeiter und die Frauen, die kochen wollen. Ah, sehr schön. Sie hat Geschirr im Haus. Das heißt, sie kocht jetzt richtig effektiv. Nämlich 4 Portionen statt nur 2. Gott, ist das jetzt gerade gecheatet eigentlich von mir? Weil die 5 Portionen waren mal 1-2 Portionen. Wobei der Jäger alles eingeliefert hat und das leider immer nur als 1 zählt. So, du isst noch mal was. Und dann wird es Zeit, dass wir hier den... Mega etwas frei machen. So, ich baue hier, auch wenn es ein bisschen nah ist, mein Lagerhaus hin. Ich muss halt gucken, dass ich hier auf der Seite vom Lagerhaus dann meine Kaserne errichte. Und auf der Seite vom Lagerhaus meine ganzen Produktionen.
Und ich werde wahrscheinlich. Uff. Ja gut, ich werde hier oben noch einen Holzfäller hinstellen müssen. Entweder hier oben oder hier unten. Ich glaube, hier unten passt besser.